Ah, ist das da? Sieht so nach Sky End aus. Das hat nicht die Omnicon-Werte übernommen. Das wäre ja crazy. Da muss ich ja glatt mal. Scheusal, da ist noch so ein anderes Vieh. Ach nee, ist kein Scheusal. So ein oller Kackfrosch. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Du bist derjenige, der hier wieder auf ganzer Linie versagt. Wieder nichts gemacht. Das ist eine Sky-Endhöhle. Oh. Scheiße. Okay, dann erstmal den. Hello. Hello, my friend. Are you good to go? Oh, oh. Falk, was ist los? Falk, wieso sag ich immer Falk? Fox. Fox, Junge, was geht ab? Okay, da hinten ist so ein Cyber-Arschloch. Das wird nicht schön werden. Mistvieh. Okay, für den würde ich glaube ich sogar den Granatwerfer rausholen. Ich kümmere mich darum. Der wird sehr viele Granaten brauchen. Und weil der auch keine Ausdauer hat, ne? Treffen wir noch gut. Mach dich bereit. Ich bin bereit geboren. Der Beam. Ich erledige das. Da sehe ich, wie du das machst, Falk. Fox, Entschuldigung. Wir haben zum Glück ein paar Granaten. Mit dem Granatwerfer kannst du die stunnen. Können die dich nicht angreifen. Da ist ja noch einer. Okay, das ist aber ein bisschen krass jetzt, oder? So, komm mal her. Weg da, Fox. Es geht los. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher ran. Zur Seite, ich erledige. Und nee, hier liegst du hier gar nichts. Zwei. Noch. Wir sind zwei Gegner noch. Okay, erstmal den Zyklopen, der ist am schlimmsten. Wenn wir unsere Ärsche behalten wollen, dann sollten wir hier schnell wieder verschwinden. Ah, noch einer. Schön. Na sieh.
machen wir weiter. Alter, hier ist alles voll mit denen. So, komm mal näher. So nicht. Nicht auf die Kristallratte, Mann. Die wird sich doch wohl Fox kümmern können. Offensichtlich nicht. Den schaffen wir. Aber Fox ist komplett nutzlos. Nachladen. Alter Schwede, sind das viele hier. Warum? Ich hab nicht mehr so viele Granaten, ne? Ich sag's nochmal. Und da unten war noch eine Sky-Endhöhle. Und das ist nur der Vorplatz vom Konverter. Wir waren noch nicht mal im Konverter. Aber offensichtlich haben die hier die Skyans vertrieben. So wie es aussieht. Super, noch ein schöner Trank. Das mitnehmen, Energy Drink. Ansonsten ist hier nichts drin. Dass wir hier kein dunkles Elex abbauen können, das ist jetzt auch ein bisschen ärgerlich. Wie ich finde. Puh. So viele Zyklopen. Haben wir ihn eigentlich. Ne, habe ich schon vergeben. Okay. Wie viel noch? Dauert noch ein bisschen. Okay, das nehme ich noch mit. Ich hoffe ja eigentlich auf den Teleporter hier. Jetzt komm mal her hier. Die einfach viel schneller angreift als ich, ne? Fox kriegt auf die Fresse und den interessiert das gar nicht. Ja, Fox, du darfst auch mal zu. Dieser kleine miese Wichser, ne? Boah, der geht mir auf die Eier. Ich werde den gleich los, ich schwöre. Wir gucken gleich mal, sobald wir das hier Ding hier erkundet haben. So, gerade, ich habe noch keinen Teleporter hier gefunden, deswegen möchte ich jetzt nicht weggehen oder ihn wegschicken, weil vielleicht ist er dann noch ein bisschen nutzloser als eh schon. Oh, Raketen, geil. Oh, da oben ist der Teleporter. Okay, dann gehen wir mal hier über die Barrikade. Mal da, könnte auch noch was sein. Ach, ich vergesse das immer. Hier ist nichts. Toll. Das ist schön. Drei, vier, fünf Zyklopen waren das jetzt. War schon ein bisschen hart, ne? Von ein bisschen übertrieben, aber wahrscheinlich sind die alle ausgebüxt. Und
Ich lungern jetzt hier rum. Wahrscheinlich kommen ja auch noch mehr. Da ist noch ein scheues Saal. Ich bin noch fast tot. Ist nicht gut. Wie viele Tränke habe ich noch? 46, ja, reicht noch. Erstmal reicht das noch. Notfalls wechseln wir mal wieder auf die anderen. Hey, mein Freund. Oh, warum spucken du? Oh, Schleimdrakon. Hallo? Fox macht das schon, ne? Okay, Fox macht das nicht. Tschüss. Toll, Fox. Danke für gar nichts. Ich glaube, Fox hat sich hingelegt. Komm gleich runter, keine Sorge. Fox ist festgepackt. Fox hat gerade Küsschen ausgeteilt. Fox? Fox. Was ist los hier? Oh, da hinten sehe ich schon so einen Patron. Okay, das ist echt scheiße gefährlich hier. Bei dem, was die Alps mit diesen Dingern vorhatten, verschlägt es sogar mir die Sprache. Mhm. Dann solltest du mich vielleicht öfter hierhin begleiten. Keine Sorge, Opa. Den Gefallen tue ich dir nicht. Sei nicht so frech, Alter. Es geht los. Ja, du machst ja wieder gar nichts. Da bist du ja sehr gut drin, ne? Im Nichts machen. Mistvieh. Oh, Fox, Alter. Ich schick den gleich weg, war ohne Witz. Ich skill einsamer Wolf und dann ciao. Aua. Terrorvogel? Getroffen habe ich den. Ich komme. Moin. Moin. Wieder ein verschwendet. So nicht! Oh. Mach dich bereit! Moment. Toll, toll. Nein, 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 nein. Alter. Was für eine beschissene Reichweite haben die denn?
Fox. Fox matscht, glaube ich, gerade durch die Gegend, ne? Ja, schieß halt die Bolzen irgendwo hin, nur nicht dahin, wo wir hin sollen. Da unten steht noch einer. Fox ist einfach nicht existent. Aber... Ja, nicht da vorne. Da treffe ich nicht. Oh Gott, ey. So. Ach, natürlich, da ist Fox. Jetzt, wo alles vorbei ist. Wow, Fox. Bin schwer enttäuscht. So, war hier nicht noch ein Patron? Patronen-Typ? Da ist einer. Ist der tot da neben ihm? Nee, der Moloch lebt auch noch. Das ist ja toll. Mistvieh! Ach, na sicher. Okay, was soll ich jetzt mit dem Bogen? Dumm, hier zu lange. Boah, bin ich froh, wenn wir einen Großbogen haben, ne? Der kommt wenigstens nicht her. Noch nicht zumindest. Irgendwo da hinten ist einer. Hä? Wo so? Ach, der da. Ja, los, Falk, schnapp ihn. Fox, nicht Falk. Okay, warte. Muss ich ja selber regeln, ja? Fox einfach nur noch rumsteht, ne? Selbst wenn er hinter ihm ist, greift er den nicht an. Guck das mal an. Ah, scheiße. Voll reingetrampelt.
mal lieber jetzt. Boah, Junge, 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 Junge. Ja. Erstmal ein paar Burger. Und auch Fleisch. Dann wieder hoch. So, wen haben wir jetzt noch so? Hier noch jemand? Hallo? Da liegt Zeugs. Ganz toll. Wir laufen erstmal eine Runde und gucken, ob wir noch wen finden. Ich glaube aber, wir können hier, glaube ich, nicht rein, ne? Natürlich, Sprühkäse. Wenn, was liegt beim Konverter? Sprühkäse. Wenn ich Sprühkäse, was dann? Da ist noch so ein Patrono. Mistvieh. Ist nur der eine, ne? Na dann komm. Fox, geh mir aus der Sonne. Du störst. Die Range her. Boah, ich habe mich doch gerade geheilt. Wo kam denn jetzt auf einmal diese Reichweite her? Junge, 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 Junge. Ich frage mich, ob in den Außengebieten auch so viel los ist. Aber anscheinend nur beim Eingang. Der ist nicht tot, oder? Natürlich nicht. Mistvieh. Ja, ich arbeite mal ein bisschen mehr mit dem Bogen. Dann geht das ein bisschen schneller. Mistvieh. Oh, der kommt gar nicht bis hierher, ne? Mach dich bereit. Ne, kurz vorher. Mistvieh. Boah, Fox, Alter. Geh mir nicht immer vor den Pfeil. Du Idiot. Und der liegt da so im Schnee rum, sieht aus, als ob er tot ist. Okay, wieder einer weniger. Muss ja echt gewaltig aufpassen. Noch so ein scheiß Vieh da hinten. Mistvieh. Okay, die können wir auch 1 gegen 1 machen. Moment. Okay, dann erstmal du. Da wollte ich wieder zu viel. Oh, guck mal, das ist Elex. Ich bin ausgewiesen, ich kann blocken. Die haben so viel Reichweite. Ah.
Foxmann. Oh, Fox, Alter. Ich weiß bald nicht mehr, was ich noch fressen soll hier. Diese Elex-Vorkommen hier, die sind stärker bewacht, Alter. Das ist ja nicht mehr normal. So, ich gieße mir ganz kurz was zu trinken ein. Ich verburste nämlich. So, den habe ich. Hier ist noch Elex. Aber wir kommen bestimmt nicht rein. Glaube ich nicht. So viel speichern, ey. Hä? Habe ich das nicht gerade abgebaut? Moment. Moment. Musst du kurz eine Message verschicken. Haben wir noch mehr Elex? Was ist das? Captain. Was ist das denn? Wie sieht das aus? Was ist das für eine Waffe? Eine schwere. Oh. Oh, mit Spieren. Okay, cool. Eine Speerwaffe, die können wir aber auch noch nicht tragen. Alter, 516 Schaden. War aber schon ein bisschen heftig, ne? Guck mal, wenn die aufgewertet ist, macht die nur 296. Krass. Hat sich aber auf alle Fälle schon mal gelohnt. Guck mal, der sieht aus, ob er noch lebt. Okay, dann müssen wir jetzt mal unauffällig weitergehen und hoffen, dass wir jetzt alles getötet haben hier. Boah, ich fand ja schon, die Konverter im ersten Teil waren schon schwer. Aber das hier übertrifft ja alles bei weitem. Bisschen übertrieben eigentlich, oder? Oder ist nur der so schwer? Ich meine, in dem anderen Konverter, an dem wir waren... Der war jetzt auch nicht gerade. Also der war auch schon von echt heftigen Viechern überlaufen. Glaube ich, meine ich. Ich habe zumindest einen fetten gesehen. Und das war mir zu dem Zeitpunkt schon einer zu viel. Oh! Wieso liegt der hier? Der sah tot aus. Das ist das Schlimmste überhaupt. Die liegen hier rum. Die sehen aus wie tot. Ich gehe auf den zu. Ich denke, hä? Wer hat den getötet? Aber ich muss den noch looten. Weil Hauptsache tot. Und dann lebt der einfach noch. Der dahin ist aber tot, ne? Der muss tot sein. Den habe ich schon getötet. Das weiß ich genau. Ich sehe es halt nur nicht. Ja, der ist tot. Gibt es hier keine Tür mehr? Ich frage mich, kommen wir da hoch? Ih, was ist denn damit los? Ach, das ist ein Schlauch. Das sah aus wie eine Wurzel oder sowas. So, hier waren wir gerade. Hier ist nichts mehr. Jetzt gucke ich einmal vorne nach der Tür. Ich habe da jetzt nämlich nicht drauf geachtet. Die ist mit Sicherheit zu. Nö, die ist gar nicht mehr da. Hier ist gar keine Tür. Wieso ist hier keine Tür? Was ist denn das für ein Schmarrn?